150 Megawatt am Start. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Modded Satisfactory. Was haben wir heute vor? Hier weitermachen und Probleme lösen. Also ihr seid voll. Ihr seid voll. Du bist auch voll. Da ist nichts mehr drin, weil andere ist voll. Wir müssen das darüber kriegen. Wir müssen hier den ganzen anderen Kram aufbauen. Indem ich noch keine Ahnung habe, in welche Richtung ich ihn bauen möchte. Wahrscheinlich wäre das cleverste. Das irgendwo darüber zu bauen. Muss ja auch noch gucken, ist dann das eine. Nee, wir bauen das in die Richtung. Das heißt, wir können da ein bisschen mit abbauen. Und den da. So. Okay. Wir fangen an. Womit fangen wir an? Das haben wir unter Produktion noch was. Konstruktor. Ja, da müssen wir halt noch irgendwas zwischensetzen. Das werden wir aber dann so ein bisschen nach dahin auslagern. Wir setzen jetzt erstmal hier für den Strom die Boiler-Plattform. So, und ich habe gelernt. Hier ist der Eingang. Das heißt, die setzen wir. Pass auf, die setzen wir genau in diese Kante hier. Wenn wir hier runterfallen. Oh Gott. Das ist gar nicht so leicht. Okay, das ist schon mal so richtig. Ja, sie steht natürlich über, aber macht nichts. So kommen wir hin. Da drauf kommt unser Heater. Da kommt auf dieser Seite kommt das Zeug rein. Und auf der Rückseite kommt irgendwas raus. Das wissen wir noch nicht. Oben drauf kommt der Boiler. Da kommt auch von der Seite Wasser rein. So, das haben wir schon. Ach genau, hier unten kommt Steam raus, ne? Das ist gut. So, jetzt geht's nämlich los. Wir machen. Das. Jetzt ist die Frage, irgendwo musste ich, warte mal, der oben, was gibt der oben raus? Das ist der Heater. Was kommt hier unten raus? Da oben kommt Dampf raus. Wahrscheinlich müssen wir den 2 hoch machen oder so. Das heißt, hier unten brauchen wir die Cooling-Plattform 1. Die drehen wir um, weil wir brauchen hier den Eingang. Und setzen sie dahin. Das heißt, wir müssen da nochmal einen dran setzen. So, machen wir das nochmal hier weg. Und sagen, wir brauchen eine Cooling-Plattform. Eine müssten wir hier unten hinstellen können. Und darauf kommt der Chimney. Ich hoffe, das funktioniert so. Logistik, da kommt von da nach da was dran. So. Und hier oben 3 lang, 2 breit. Kommt die andere Cooling-Plattform. Ja, so ist gut. Machen wir so. Und da drauf kommt der Steam Cooling Tower. Und hier muss. Okay, verdammt. Muss ich erst.
Muss ich den Steam erst da reinschmeißen? Erdwärme und Dampf in die Atmosphäre. Heißer Dampf und Dampf. Okay. Aber hier steht nicht drin. Muss hier heißer Dampf rein? Was ja eigentlich Sinn machen würde. Oder muss da kalter Dampf rein? Ich meine... So, wir machen hier die Konverterplattform hin. Die Turbine dahin. Dann mal gucken. Der andere Ausgang muss da sein, ne? Richtig. So, das heißt, der heiße Dampf geht hier rein, wird hier rübergebracht. Und dann muss der... Hallo? Eins. Einen hoch. Verdammt. Verdammt. Also ich habe noch im Kopf, dass man da einen hochgehen muss. Irgendwo. Und wir gehen jetzt überall ein bisschen hoch, aber macht ja nichts. Haben wir hier eine Leiter? Nein. Mal da oben drauf. Auf die andere Seite. Nur das hier zwei breit machen. Ja. Ein. So. Eins, zwei, drei. Ihr kennt das Spiel, ne? So. Fundamente, Rampe. So. Haben wir das. Strom. Die Cooling-Plattform. Nicht so ein bisschen meine Nemesis. Ich würde die mal ein bisschen nach vorne setzen in dem Fall. Ich glaube... Wir müssen ja irgendwie da rumkommen. Und hier kommt der... Ob das jetzt alles so stimmt, was ich hier gemacht habe? Das ist eine andere Geschichte. Auf die 7 und auf die 8. 7 ist da rein. Da dran. Von da, da dran. Dann geht das weg und das geht darüber. So, und hier hinten... Brauchen wir jetzt noch den Generator. Jetzt müssen wir hier einmal durch. Wir müssen uns... Wir machen das jetzt folgendermaßen. Wir holen uns jetzt das Wasser von hier. Warum mache ich das denn? Das geht da rein. Und wir brauchen einen... Fusionator, den stellen wir hier hin. Und zwar so, dass der da reingeht. Dann machen wir, na komm, von da, da rein und von da, da rein. So, das heißt, das Zeug kommt jetzt hier an. Das kommt nämlich jetzt auch doof da raus, nämlich alles erstmal nur Blätter. Ich meine, das ist wäre praktisch, wenn es immer so wäre, aber ist es halt nicht. Da rein. So. Du schmeißt 15 Wasser raus, du schmeißt 15 Wasser raus. Beide schmeißen 15 Wasser raus, wenn sie das denn wenigstens tun würden. Und du machst Temperatur, bist offline. Warum bist du wieder offline? Warum bist du wieder offline? Ich meine, meine Temperatur geht sofort wieder runter. Boiler attached online. Das nicht, weil der da oben kein Wasser hat? Ruhig Gasbuffer, 100%. Heater attached. Offline. Du bist offline? Okay.
Ich verstehe es nicht. Weil ich meine, ja, es kommt ein Brennstoff rein. Oder ist das... Von da bitte dahin. Danke. So. Dann hole ich mir eben weg. Dich auch eben weg. So. Ein anderes Ding. Der macht Zeug da rein, dann kommt das hier hin. Das ist alles noch so ein Ding. Funktioniert alles noch nicht so sauber. Aber warum? Ich verstehe es nicht. Gut, ich kann jetzt auch nicht sehr reinziehen. Das wissen wir. Das haben wir ja schon gelernt. So, geht nicht. Bin ich ein bisschen doof? Hey, oh, oh. Doch, ich kann. Da. So, der brennt jetzt. Dann ist der verbraucht und geht direkt wieder runter. Flashflow, das macht keinen Sinn, weil wir haben noch keine. So. Hier geht das Zeug dann raus. Das scheint ja zu funktionieren, der Teil. Es geht halt so schnell runter. Kann ich da immer nur ein... So. Ich muss noch 5 Gras rein. Davon braucht zwar. Ich pack nur 60 pro Minute rein. Okay. Das ist ein Problem. Biomasse. Mensch, wo ist die Biomasse? Davon brauche ich 20 pro Minute. Da geht die Temperatur tatsächlich hoch, aber sobald das dann weg ist, geht die sofort schlagartig runter, ne? Ja, ziemlich schnell. Okay. Verstanden. Ein Problem ist weiterhin der Splitter. Der intelligente Splitter. Produktion. Konstruktoren. Wir wollen... Es gibt auch kein Rezept, dem ich sagen kann, es ist scheißegal, was ich reinschmeiße. Es kommt Biomasse raus. Weil ich kriege ja schon Biomasse. Ich kriege schon Biomasse. Aber wie mache ich daraus festen? Ich würde gerne den da reinschmeißen, weil der ist, glaube ich, am besten. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, wie lange hält der. Siebeneinhalb pro Minute, also es ist relativ zügig. Ziehen wir wieder raus. So. Also das wäre das Optimum. Jetzt habe ich aber hier drin diesen Mist, dass ich zwei Sachen auf einmal habe. Wie kriege ich das gelöst? Ein intelligenter Splitter ist in weiter, weiter Ferne. Mit dem kann ich nicht arbeiten. Wenn ich das Ding von vorne laufen lasse, also selbst wenn ich sage, ich nehme das, kann das noch nicht mal manuell rausnehmen. Also
Das nervt mich gerade ein klein bisschen. Logistik. Förderbandsplitter. Counter-Limiter. Oh, kann ich nur mit... Puh. Das eine verstopft mir halt den Konstruktor. Mit dem Sorter kann ich nur alles Mögliche sortieren, nur nicht das, was ich bräuchte. Also, von mir aus, wenn ich den jetzt anschließen müsste, wäre auch okay. Aber da kann ich nur sonst Zeug mitmachen. Das bringt mir nichts. Ja, es muss doch für diese Phase eine Möglichkeit geben, das in Ordnung zu bringen. Es kommt alles auf einem Band raus. Zwei Bänder. Ja, dann auch okay. Könnte man mitarbeiten. Wenn ich jetzt hingehe, hier Band ziehe, wupp, da rein. Produktion, Rezept, bin ich doch richtig, hier aus Blättern. Machen wir daraus Biomasse. Easy. Hm? Er lässt ja auch erst die Biomasse raus. Und dann das Zeug. Also erst die Blätter raus und dann die Biomasse. Ein 240, also ich habe das schnellste, was ich habe, ist ein 120er Band. Also selbst das hilft mir nicht. Nee, hier ist auch vollkommen im Weg. Wunderbar, alles super. Habe ich den noch über? Scheinbar nicht genug. Habe ich denn etwas anders gebaut als... Dachte, ach so, ich habe... Nee, oder? Okay, das würde... Das erklärt die Rohre, aber nicht die... Hast du das? Ja, vermutlich. Ja, die Eisenplatten sind natürlich hier die Bänder, klar. Das geht nicht. Aber was geht, ist vorerst temporär da dran. Ich würde das halt gerne sehen, dass das mal funktioniert. Wir stellen jetzt mal hier auf um. Und lassen mal da fehlt mir wieder das für. Haben wir erstmal das Gras. Und das andere Problem kümmere ich mich, wenn es auftritt. Du brauchst 20 pro Minute. Immerhin scheint das zu funktionieren. Wie viel machst du? Du machst 60 pro Minute. Das heißt, es kommt mehr raus. So, wahrscheinlich Wasser ist noch ein Problem, ne?
Okay, du bist im Arbeitsbereich. Wasser müssen wir dann kriegen. Da kommt was raus. Du fängst an, dich zu drehen. Ab und an. So, dann gehen wir hier hoch. Wie sieht es bei dir aus? Das ist noch nicht genug. Hier scheint was anzukommen. Ja. Steam geht rein, Steam geht raus. Sehr gut. Und ich will doch nur mich irgendwo anschließen. Ich könnte Daisy Chain oder was? So, du speist jetzt wenigstens schon mal ins Stromnetz auch ein, wenn du den läufst. So. Wir haben noch ein Wasserproblem. Kümmern wir uns erst um das Wasser. Das machen wir, indem wir hier oben hingehen, eine Kreuzung versuchen anzubringen. Dahin. Und dann ziehen wir uns eine Wasserleitung nach hier und setzen uns einen Produktion Wasserextraktor, für den wir nicht genug Rohre haben. Und praktischerweise haben wir auch keinen Kupfer dabei. 5, daraus kriegen wir nicht ein Rohr, oder? Ach, die Dinger brauche ich dafür. Gut. Also unser Wasserproblem lösen. Eieieiei. Ich bin schon mal ein ganzes Stück weiter gekommen. Ja, okay, brauche ich nicht. So, dann läuft das schon mal ein bisschen. Ein bisschen Glück kriegen wir da hinten wenigstens genug Strom raus. Stick. Boah, fusioniere ich hier drauf? Was ziemlich voll aussieht, wenn ich bin. Oder fusioniere ich hier drauf? Oder gehe ich direkt da rein? Ich brauche 120 pro Minute. Das heißt, ich gehe direkt hier rein. Das ist schon mal... Einfach nur, damit ich mir das auch merken kann. So. Hier läuft Kupfer lang. Nein, wir wollen darum. Wir haben davon genug. Noch mehr. Okay, das läuft. Da kommt jetzt... Nein! Verdammt. Ja, auf 4 führen, okay.
Damit komme ich erstmal ein Stückchen. Damit dürfte ich auch das Förderband fertig kriegen. Erstmal. Wir sind wieder fertig. Okay, der schließt da drüben noch nicht an. Ein höher. Fertig. Herzenverlust geworden. Sehr gut. Damit haben wir den Kollegen schon mal so weit angeschlossen, dass wir damit arbeiten können. Ganz schön weit immer. Der dreht noch nicht genug. Okay. Gehe ich mal davon aus, dass der hier vorne irgendwo schon ist, wahrscheinlich verstopft. Genau das, was ich befürchtet habe. Weil hier zwischen der Spaß hängt. Und du hängst jetzt. Auch nicht, noch nicht. Okay. Das ist genau das Problem, das ich befürchtet habe. Ist mir das da reingerutscht? Komm da nicht dran. Das heißt, ich muss das Band hier wegnehmen. Dann habe ich das. Dann kann ich das Band wieder setzen. War der Wand zu steil? Wie mache ich das jetzt? Die einzige Möglichkeit, die ich habe, ist, alles in einen Container zu schmeißen und dann manuell aufzuteilen. Weil selbst im Container wird mir das nicht helfen, alles. Und die kommt jetzt alles schön da raus, das ist wunderbar. Aber das nächste Mal verstopft mir das Ding wieder. Sag mal. Richtige Taste bitte. Der Teil ist echt heftig hier. Wir machen erst das Wasser. Wir kümmern uns erst um Wasser. Wasserextraktor. Das ist dein Ernst. Mann, 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 Mann.
Muss uns. Ja. So. Wasser sollte jetzt gleich nicht mehr das Problem sein. Wahrscheinlich wird Wasser ein Problem, weil ich jetzt zu viel davon habe. Ich hoffe mal, dass wir das hinkriegen. So. Jetzt überlegen wir uns was. Ne, haben wir hier auch ein bisschen Platz. Das hier war eh nur eine Testinstallation und der Test ist gescheitert. Wir gehen jetzt hin. Nehmen das alles mal weg. Das auch. Und dieses dort. So. Wir packen uns hier einen Konstruktor hin, der in diese rechte Richtung. Nein, wir packen uns hier einen Container hin. Lagercontainer. Vor denen kommt ein Fusionator, der da reinzeigt. Und ein Band, das einmal dorthin geht und einmal dorthin geht. Ihr schmeißt alles raus und alles da rein. So. Es kommt ein Container hier hinter. Möchte ich auch gerne dahin haben. Dann machen wir uns Produktion. Einen Konstruktor. Boden ist zu steil. Okay. Einen Konstruktor hier hin. Einen Konstruktor. Einen Konstruktor hier hin. Einen Container, der möglichst nah hier dran ist. Machen wir uns hier hin. Dein Band geht da rein. Du machst das. Du gehst da rein und du machst das und du gehst dahin, du machst gar nichts. Du hingegen habe ich genug, um Logistik da. Förderband Mark 2. Rain. Hatte es gerade. Ich krieg dieses blöde Förderband da drin nicht. Na. Also du weg. Du weg.
Du weg. Du weg. Donator. So. Yay. Zweier Förderwand. Wie schnell schmeißt du eigentlich raus? Mir gerade egal. Ja. Wir dürften genug dafür da haben. So, da hoch. So. Das heißt, ich gehe hier hin. Schnappe mir alles, was hier drin liegt. Gehe in den, schmeiße da die Blätter rein. Schmeiße in den. Alles an Biomasse, was ich kriegen kann. Und dann geht alles, was da rauskommt, da rein. Du hast keinen Strom, das ist korrekt. Okay. Nicht so. Es fehlt immer noch eine Kupferstange. Habe ich Kupfer dabei? 5 Kupfer habe ich dabei. Da besser nicht lang. Da ist auch schlecht, aber egal. Kupferstange. Haben wir. So. Okay. Da müsste theoretisch ja. So, Temperatur dürfte jetzt steigen. Eieiei. Das ist aber auch echt eine schwere Geburt, muss ich sagen. So, 60 Grad. Das füllt sich. Das ist doch schon mal gut. Das da rein. So. Nee, nicht Lager. Hier dran. Da brauchen wir ein schnelleres Band. Wir brauchen 8, kriegen wir hin. Glaube ich. Wenn ich das richtig im Kopf habe, haben wir noch irgendwie 40, genau. So, das sind meine 8. Wenn sich das hier ansammelt, ist mir das vollkommen egal. Das sieht gut aus. Hier
Hier die 80 drauf. Da das drauf. Oh, du brauchst auch 120 pro Minute. Wie lang ist das Band? Du brauchst 9. Langsam wird's aber eng. Ups. War schon ausgewählt, ich Depp. Komm, wir ziehen das einmal durch hier. Dann ist das halt. Im Moment wüsste ich nicht, was ich noch brauche. So. Du bekommst genug, um zwischen den. Um deine 60 da rauszuballern. Du brauchst 7,5 pro Minute. Wir haben 235 Grad. Das sieht auch schon ganz gut aus. Da oben bewegt sich was. Hoffentlich. Wie sieht das hier oben aus? Nee, ich will nicht den Heater. Ich will den Boiler. 60 Grad, I.O. Warum fehlt dir Wasser? Warum fehlt dir Wasser? Hier ist... Da ist Wasser. Da ist kein Wasser. Warum kommt von da hinten kein... Weil ich dumm bin. Da sind wir wieder an unserem schönen alten Spruch. Da kann ich nicht Daisy chainen. Die Wasserrichtung sollte jetzt umdrehen, Kollege. Nee, komm, lass uns mal eben so ein kleines Dingsbums-Kraftwerk bauen. Wunderbar. Funktioniert ja super. So, jetzt musst du... Du fängst an, dich zu drehen. Das gefällt mir. So, wie viel generierst du? Fällt immer wieder ein bisschen ab, aber es geht hoch, es geht hoch, es geht hoch. Wir sind gleich bei voller Drehzahl. Megawatt am Start. Okay, du... Irgendwas ist gastechnisch noch nicht in Ordnung. Du hast noch nicht deine Maximaltemperatur erreicht. Das sollte hier schön weggehen. Der ist voll hier hinten. Okay. Mann! Sag mal, ich hab aber auch heute die Tippseuche. Unfassbar. So, du bist leer. Ne? Leer ist schon mal nicht gut. Aber das regeln wir schnell. Denn du gehst da rein. Und du gehst hier rein. Und dann erledigt sich das mit dem Leer auch ziemlich schnell, weil... Ja, liegen wir schon mal 5 noch an. Da werden mehr. Da liegen jetzt 8. Wunderbar. Ist da nicht genug heißer Dampf in dieser Leitung oder? Oben will ich haben. Hotsteam. Durchflussrate von 2.
500 Grad. Wasser ist genug da. Ja, Steam ist sofort weg. Okay. Also, das scheint ja zu funktionieren. Da drauf. Da, nein. Da drauf. Da drüber. Hier an die... Okay, jetzt hältst du die Drehzahl auch. Der füllt sich so ein bisschen auf. Und da geht schnell wieder weg. Das ist gut. Und bei dir? Du bist offline. Warum bist du offline? Online? Ah, okay. Aber das ist vollkommen egal. Du hast gar nicht so viel Bedürfnis. Weil hier unten bildet sich auch gar nicht so viel, richtig? Du bist leer. Alles gut. Das heißt, das Ding funktioniert so, wie es funktionieren soll. Und wir produzieren 150 Megawatt. So. Jetzt haben wir unsere Produktion, warte mal, unsere maximale mit zwei von diesen Dingern, sagen wir mit drei, weil wir brauchen ja den ganzen Kram hier drumherum noch. Mit drei von diesen Dingern könnten wir das, was wir momentan haben, echt komplett decken, ohne dass wir Wind brauchen. Und wir haben noch das Brennende da hinten, also das heißt, das funktioniert ganz gut. So, du haust hier schön weiter raus. Hier kommt auch kontinuierlich was an. Okay, ihr baut euch ein bisschen auf. Warum? Nur hier kommen 90 raus, da kommen 90 raus. Und 120er Band wird das ein bisschen eng. Das stimmt. Wie sieht das bei dir aus? Du baust ab. Abbauen ist gut. Bleibst aber auch bei der... Ja, Tendenz ist sinkend. Das ist gut. So. Gas da rein. Ich darf hier nur niemals mich vertun. Das da rein. Ich will halt nicht irgendwas vorne wegnehmen oder so, sondern ich will, ne, also dass ich irgendwie per Cheat da jetzt dran komme. Aber der programmierbare Splitter oder der intelligente Splitter, der wäre schon sinnvoll, wenn wir den hier vorne hätten. Weil diese Form von früher durchgehender Energie ist halt nicht machbar ohne das. Das finde ich halt schwierig. Also da ist ein bisschen, letztendlich in der Mod, ein bisschen Feintuning nötig, weil das ist nicht cool. So. Gerade einen kann man eigentlich aus den... Ne, kann man nicht. Okay, das läuft erstmal. Jetzt bin ich ein bisschen hier gefangen, weil ich immer die Sachen hin und her schieben muss. Ja? Und hier mit dem Splitter arbeiten funktioniert halt auch nicht. Weil man sieht ja hier, wie die da rauskommen. Sowas von unvorhersehbar. 1-1, dann kommen mal wieder 3, dann kommt wieder einer solcher, dann hast du wieder 3, dann einer solcher. Aber im Moment hält es sich ziemlich gleichmäßig. Weil selbst das kriegst du mit dem Splitter nicht hin. Ja, da waren jetzt nur noch 2. Das würdest du hinkriegen. Uiuiui. Ja, das ist noch was nicht so Schönes. Wenn man dem sagen könnte, pass auf, du machst jetzt bitte dieses hier, dann wäre halt cool. Oder dass er 2 Ausgänge hätte, irgendwie sowas. Mir ist klar, das soll das Ganze ein bisschen komplizierter machen, aber dann mach's bitte später.
Außer wir finden Kohle. Dann könnte man natürlich wahrscheinlich hier auch Kohle reinschmeißen. Aber dafür haben wir doch dann später die Kohlekraft. Oh Gott. Ja. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.